Ganz ärgerlich wäre er da am Ende noch fehlerfrei geblieben. Tja, wie so häufig, dann wäre das zweifelsohne die neue Führung gewesen. Jetzt dürfen wir gespannt sein, nicht nur, weil ein weiteres Pferd aus dem Hause Jakobs kommt, sondern weil die eben auch im Umlauf eine ganz, ganz starke Runde uns präsentierten. Der hannoversche Hengst, der Great Top Contender Sohn aus dem Cello-Stamm. Gunfire PJ und Patricio Moente. Ah, und auch jetzt hier bei der großen Finalrunde, das noch einmal sehr, sehr eindrucksvoll untermauert, unterstrichen und dabei ganz viel Typ dieser Great Top Zone, muss man wirklich sagen. So, jetzt sind wir gespannt auf die Benotung. Und die drei Einzelnoten von Peter Schmerling eine 9,0, von Joachim Gallfuß eine 9,2 und von Karl-Heinz Streng eine 9,0. So, 9,0, jetzt hier nochmal erneut hier für Gunfire PJ und 9,07, damit hier 9,07. Also das beste Ergebnis zur Zeit. Und hier bei den ja, diese Vorschusslorbeer der ersten Runde hier wirklich nochmal und der Volksbank unterstrichen. Genauso und in der drei Paare noch unterwegs im Stechparcours. Hier als nächstes sind Klassiker, die Stunde von Sandowoy und Klassiker mit Karl Brox. Aber drei Paare.